Guten Morgen. Hallo. Herzlich willkommen bei den HFF Lehrstuhlporträts. Mein Name ist Justina und ich habe heute einen Gast, Professor Tom Fehrmann, der leitende Professor der Kameraabteilung. Lieber Tom, magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Tom Fehrmann. Ich bin seit jetzt ungefähr 4 Jahren hier an der Filmhochschule. Wieder an der Filmhochschule. Ich war das schon mal, als ich studiert habe. Ich glaube, ich kann sicher sagen, ich wäre nie beim Film gelandet ohne diese Filmhochschule. Die hat mir enorm viel an Wissen vermittelt, an Erfahrung vermittelt, an Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Du kannst da x Filme drehen, ohne diesen ganzen kommerziellen Druck und ohne die tollen Ideen der Redakteure und das alles. Du kannst wirklich frei arbeiten. Tom, warum hast du dir genau diesen Ort ausgesucht für das Interview heute? Ich bin ein großer Fan von dem Bildhauer Chili da, dessen Skulptur da hinten steht, dieses Stahlteil da vorne. Und das hat den Titel Buscando la Luz, das Licht suchend. Was sind denn genau die Lehrinhalte der Kameraabteilung? Was erwartet den Studierenden da? Eine ganz neue Information, die Abteilung Kamera wird in Zukunft Abteilung Bildgestaltung heißen und wird zwei Säulen haben mit separaten Aufnahmeverfahren. Und wir werden in Zukunft nicht nur Bildgestalter, Abteilung Cinematography, was wir bisher waren, sondern auch Bildgestalter, Abteilung Visual Effects sein. Also am Ende sind es in der Ausbildung nicht zwei Säulen, sondern noch eine dritte in der Mitte, wo die synergetischen Projekte sind. Also wo VFX-Leute und Kameraleute direkt zusammenarbeiten. Der Hauptschwerpunkt, den ich in der ganzen Ausbildung sehe, ist, dass man neben der Frage, wie man Bilder macht, sich eigentlich die Frage stellt, wofür mache ich dieses Bild? Also die enge Zusammenarbeit mit den Inhalten dessen, was man erzählen will. Warum ist das Bild so? Warum nicht anders? Weshalb wäre es jetzt gut, sich zu bewegen oder nicht zu bewegen mit der Kamera? Die ganze Anbindung an die Dramaturgie einer Erzählung. Der andere große Vorteil ist, dass die Hochschule ein Netzwerk bildet. Also man hängt mit irgendwelchen Regisseuren irgendwie bei 0 Grad im Schlafsack rum auf irgendwelchen Bergspitzen und da bilden sich Banden, die man so schnell nicht wieder löst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz schön wichtig heutzutage. Was genau gibt es denn für Bereiche innerhalb der Abteilung 7? Man kann ja nicht nur fiktional drehen, sondern auch dokumentarisch. Ja, das ist eigentlich das Geile am Kameramachen, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt, wo man überhaupt eine Kamera einsetzt. Also natürlich gibt es die beiden Schwerpunkte in der Regie an der Hochschule, dokumentarische Regie und fiktionale Regie. Da werden alle Kamerastudierenden eingesetzt. Es ist enorm wichtig, in beiden Bereichen Erfahrungen zu sammeln. Ein Spielfilmkamera, der nie eine dokumentarische Situation gefilmt hat, schwierig. Mhm. Und ein Dokumentarfilm ist so eine tolle Erfahrung von einem Bau eines Films unterm Dreh. Gibt es einen Rat, den du jungen Menschen geben würdest, die mit dem Gedanken spielen, sich jetzt an der HFF oder an einer anderen Filmhochschule zu bewerben? Das Erste und Wichtigste ist, sich überhaupt mal bewerben. Mhm. Ja, nicht irgendwie denken, ah, das packe ich sowieso nicht und so. Das klären wir dann schon. Ja, so. Das Zweite ist, viel einfach selber schon mal ausprobieren, kleine Filme drehen, keine abendfüllenden Spielfilme, sondern einfach so 5 Minuten. Ja? Ich porträt mal, ich mache mal ein Porträt über die Fußballmannschaft in unserem Fußballclub da um die Ecke oder so. Irgendeine Kleinigkeit, die überschaubar ist, an der man feststellen kann, kriege ich das überhaupt hin? Das ist mir ganz wichtig, dass das Geschlecht der Studierenden da keine Rolle spielt. Mhm. Also Kamera war früher so eine Männerdomäne. Und wir haben heute eine Reihe von tollen Kamerafrauen an der Filmhochschule. Und ich kann definitiv sagen, egal ob Frau oder Mann, es gibt gute und schlechte Bilder. Ja? Und da würde ich auch gerne alle Frauen ermutigen, sich dieses Ding mal anzuschauen und mal gucken, ob das nicht eine Berufsperspektive sein könnte.
Ja, Tom, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ist schon vorbei. Ja, leider, okay. Aber es war doch sehr schön. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like da. Und abonniert den Kanal. Und bewerbt euch bei uns. Frauen, Männer, bewerbt euch. Ich warte für euch. Genau. Macht Spaß an der HFF. Ich kann es bestätigen. Jetzt kommt kalt weg.